Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Craft Attack mit dem lieben Klim und dem lieben Zander. Hallo. Zander, was lachst du, Alter? Willst du Fetzerei haben? Bei mir hast du so übersteuert, Alter. Ich check ja nicht, warum ich bei euch übersteuere, ne? Du richtige Eskalation. Hast du vielleicht Teamspeak so lauter gemacht? Oder nein. So? Habt ihr vielleicht den Haken mal übersteuern noch gesetzt? Habt ihr vielleicht bei mir auf 80 Dezibel gestellt? Ja, stimmt. Oh. Nee. Ich auch nicht. Tja, jetzt müssen wir alle damit klarkommen und irgendwie leben damit, ne? Wenn du nicht schreist, geht's ja klar. Ach ja, und Leute, ich bin hier gerade, wie gesagt, schon mit Micha und Zander unterwegs. Ach, Micha und Zander, korrekt, wie geht's Micha und Zander? Mit Klim und Zander unterwegs. Und der Zander, der war fleißig in den letzten Jahren. Weil ja. Der hat Ausbildung beendet und so. Und irgendwann hat der auch Crafter hier ein bisschen gebaut hier auf dem Grundstück. Ja. So, Micha, erzähl mal, was hast du gemacht? Ich sehe hier ein paar Bäume schon am Start. Hier ist noch alles gleich, also, aber hier ist schon ein bisschen abgetragen, ne? Ich habe die Kühe hier nach links rüber gepackt. Schau Gauner. Mal. Dann, pass auf, ich habe Kuhstall hier gehabt, da ist ein Creeper nebendrin, explodiert, deswegen leben nur noch so wenige. Ich habe schon ein bisschen abgebaut. Aber haben die gut gegeben. Und hab hier schon mal angefangen, unser Lager zu bauen. Oh, Leute, bei dem läuft. Guck mal hier, wir machen das hier später weg und bauen da oben, bauen wir Glowstone rein. Bei dir läuft gut. Was hältst du davon? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, finde ich auch. Sag mal, wie kommt man bei euch rein? Fahrstuhl. Warte, Marschstuhl, Fahrstuhl. Datsen. Komm mit, Klim, du bist falsch. Ah, guck mal, was geht? Komm mit. Ich folge dir. Du gehst falsche Wege lang. Boah, du machst ja Risiko hier, ne? Ja, manchmal muss man ohne Risiko keine Rendite, Bruder. Mo hat auch Risiko gemacht. Naja, aber bei dem war Rendite minus. Guck mal, wenn du hier bist, ne? Ja. Hier leben manchmal Menschen. Okay. Dann können die hier rechts lang, da auch, wo diese Steinkoppelbrücke ist. Hm. Dann haben wir hier unseren ersten Eingang zum Fahrstuhl. Ah! Alter, ist ja voll der Fahrstuhl. Ja, Mann, übelster Fahrstuhl. Mann, der trifft nicht immer. Nein, ich fall ihn ab. So, jetzt. So, Micha, also hast du bis jetzt hier Lager eingerichtet, safe. Was war eigentlich letztens mit dem Troll hier los? Ja, die haben... Richtig unfair, dass ich darunter leiden muss. Ich hab kurzzeitig überlegt, Freundschaft zu beenden. Warum das denn? Ja, weil ich voll darunter gelitten hab. Ja, wirklich? Ja, Mann, übelst. Du hart gelitten? Mein Herz. Ein Herz hast du gelitten? Mein Herz hat gelitten. Hast du eigentlich gemerkt, dass ich Dingens hier überall Gras gemacht hab? Nee, stimmt, hast du recht. Ja, ich hab mir Dingens geklärt. Grasblock von Spark. Nice. Nice, ist gut. Ja, das ist aber schön hier. Ja, ne? Ja, wir sind nur ganz am Anfang, ne? Weißt du, wir wollen hier den ganzen Berg vollbauen mit Zeug so. Ja, gucken, was kommt, Leben genießen und so. Ja, genau, ein bisschen Aussicht chillen und so. Ja, Mann. Wir haben eine geile Aussicht. Soll ich schon mit der einen oder anderen Frau reden hier oben? Nein! Klim, Alter, wegen dir, ne? Rendite minus, ne, Kunga? Ja, Rendite war echt minus, aber nur wegen dir. Hä, was hab ich denn gemacht? Jetzt mach ich hier Rendite plus. Okay, viel Spaß auf jeden Fall. Blumen. Zum Glück haben wir einen Fahrstuhl. Micha, das war die beste Investition, die wir in den letzten 17 Jahren hatten. Dieser Fahrstuhl, ne, war echt beste Investition. Ja, das direkt am Anfang. Stell dir mal vor, wir hätten ihn erst später gemacht, dann wäre ich minus. Next Level Fahrstuhl ist einer, da muss man nichts mehr machen. Man geht nur noch dahin und lebt. Ja. So, wo soll ich dir helfen jetzt? Was ist der Plan? Was willst du hier noch machen? Du willst Lager noch mehr ausweiten? Ach, du machst Half-Steps. Ist ja auch klüger. So. Micha. Ich glaube, der hat gemutet, der Gauner, ne? Der ist nämlich gerade im Stream. Ja, der hat wirklich gemutet, der Gauner. Der hat bestimmt gerade eine 80.000-Euro-Donation reinbekommen, deswegen. Eine 120.000-Euro-Donation. Na, das kann auch sein. Aber nur ein bisschen übertreiben, okay? Danke. Okay, wie geht's dir? Gut. Ey, was hast du hier geschehen? Was? Was ist hier geschehen? Was? Das war ich nicht. Ja, ja. Ich verspreche dir, dass ich das nicht weiß. Haben wir eigentlich schon eine Wüste oder so, Klim? Du weißt das doch. Eine Wüste habe ich noch nicht entdeckt, aber ich habe einen Ort zum Sandfarmen. Richtig Micha, was ist denn jetzt hier dein Ziel, dein Plan? Ein okayen Ort. Ich baue richtig guten. Guck mal, ich baue das Lager weiter. Ja, okay. Welche Richtung gehst du denn? Ich baue jetzt, also wir können in beide Richtungen gehen, das ist scheißegal. Kommt drauf an, wie groß wir das Lager bauen wollen. Also ich habe jetzt erstmal nach rechts ein bisschen gebaut und jetzt würde ich sagen, bauen wir das nach hinten aus. Okay. So, und der Klim meinte irgendwie, der will gucken, dass wir unser Haus mit dem Lager verbinden.
Unser Haus mit dem Lager? Ach, mit dem Bahnhof, sorry. Mit dem Lager. Ja, müssen wir halt, ne? Es wäre am korrektesten, dann brauchen wir nicht immer den Fahrstuhl, wenn wir am Spawn chillen. Ja, genau. Also setzen wir uns da an den Zug. Wo ihr eure Station haben wollt. Entweder direkt in unserem Haus drin oder ob ihr die außerhalb von unserem Haus haben wollt. Was man natürlich auch machen kann, ist unten bei unserem zukünftigen Minenschacht. Na, Micha. Das wäre auch geil. Na, kann man von. Ich bin gerade schon wieder Richtung nach Hause. Ich bin noch nicht sehr weit. Dann kann man von da aus nämlich. Ja, pass auf, dann komm mal eben zum Aufzug nochmal. Ja, gib mir circa eine Minute. Ja, dann zeige ich dir nämlich, was Kunga meint. Genau, da können wir von da aus nämlich den Fahrstuhl nach oben benutzen oder dann da halt in den Minenschacht gehen. Und Leute können dann entscheiden, wohin die wollen und so, können uns besuchen, Geld hinterlassen. Genau. Oder vielleicht auch mal ein paar Dias. So. Ein paar Dias. Kevin hat eine Wüste. Echt? Wer sagt das denn? Chat? Ja, genau, sagt man Chat. Dieter hat safe 10 Wüsten schon. Ja, locker EZ. Und die sind aber alle schon, da ist kein Sand mehr. Gar kein Sand mehr, nur noch Sandstein. 500 Diamanten schreiben Leute bei mir in den Chat. 500 Diamanten? Das ist krass. Was 500 Diamanten? Hinterlasst die bei euch. Ach, nice, Mann. Was lassen die bei uns? 500 Diamanten. Wer? Ja, alle. Alle, wenn ihr eine Bahnstation habt. Geld hinterlassen, hast du doch gerade gesagt. Ach so, ja, korrekt. Das ist okay. Find ich Güter. Okay, warte mal. Preis. Wo war jetzt nochmal der Bonzenviertel bei uns, ne? Wie, du weißt jetzt nicht mehr, wo der Aufzug ist? Ja, ich komme gerade von einer sehr komischen... Wo bist du, bei Gamers Time? Ja, schon hinter Gamers Time. Schon hinter Gamers Time. Also jetzt bin ich wieder bei Gamers Time. Was ist denn hier? Wo bei Gamers Time? Ich sehe dich nicht. Warte, ich sehe deinen Namen. Ich, hier. Siehst du meinen Namen? Ja. Genau. Ah ja. Okay, cool. Gar nicht, ich sehe nichts. Ich komme mal nach unten. Jetzt pass auf, jetzt musst du genau aufpassen. Hm? Siehst du hier unten diesen Wasserfall? Ja, das tue ich. Genau, wenn du kommst, wir gehen jetzt hier im Grunde von Gamers Time, ne? Ja. Hier hin. Hau ab da. Hey, was ist hier los? Weiter runter. War nur jemand. Weiter runter. So, und einfach Shift drücken, ne? Um nach unten zu kommen. Nicht nach oben. Ja, platzier mal Lava. Ja, so. Micha. Man muss nicht mal Shift drücken, man kann einfach außerhalb von der Leiter. Ja, wollte ich gerade sagen, du musst den Shift drücken. Ja, oder so. Ich habe wieder meine Facecam getreten. Und hier, pass auf, hier bauen wir unseren, also... Hier auf dem, hier oben drauf, hier wollen wir so einen Minenschacht eingangen. Eigentlich ist es voll dumm, dass wir hier einen Minenschacht bauen, weil ich glaube, das werden wir auch nie tun. Deswegen können wir einfach den Bahnhof hier hinbauen. Okay. Meinst du nicht, wir werden hier irgendeinen Minenschacht bauen? Glaube ich nicht. Boah, guck mal, wie pessimistisch du bist, Und dann habt ihr hier den Eingang zu eurem Fahrstuhl. Ja, und soll ich dir mal was sagen, Kunga? Was? Guck mal, weißt du, da ist unser Fahrstuhl, ne? Ja. Hier drüber ist unsere Base, ne? Ja. Und ich wette mit dir, unser Aufzug wird irgendwann hier sein. Das kann sehr gut sein. 100%ig wird der da sein. Das kann sein, ja. So, und hier wird unsere Bahnstation hinkommen. Boah, hier ist richtige Fetzerei. Und dann können wir von der Bahnstation aus... Ey, warte mal, ich guck eben Enderman an. Aber ich darf den nicht attackieren, ich hab nämlich Fire Aspect. Wir müssen zusammen sein jetzt. Mach einfach den hier. Genau, mach hier einfach den Trickserei. Ey! Ich hab Looting auf meinem Schwert. Nein, jetzt. Wir hätten ihn killen lassen müssen. Jetzt musst du sterben, deswegen Klim. Too late to apologize. So, okay, das heißt, hier kommt dann unser Bahnhof jetzt hin. Ja, genau, bisschen übersteuert. Hier Klim. Ja, ich check das nicht, warum ihr so napp seid. Ja, ist egal. Also hier kommt der Bahnhof hin. Und wenn du jetzt sagst, du machst jetzt, weil du bist ja der Bahnbeauftragte. Das ist korrekt. Das hast du ja selber auf die Stirn tätowiert. Deswegen kannst du, weißt du dann, wo die Bahn hingehen muss? Ja, klar. Ich mach das. Ich schließe dir einen Hauptbahnhof an und wir bauen dann zusammen eure Station. Nee, du baust die alleine ohne Entgelt. Oh, ja, die Verbindung, aber die Station müssen wir dann zusammen bauen. Okay, cool. Okay. Du kriegst auch kein Geld von mir, ne? Das weißt du. Ja, 1000 Euro, ne? Pro Stunde. Auch nicht im echten Leben. Mal ganz kurz. Ihr seid aber schon gut weit weg, ne? Das ist bis jetzt die längste Bahnstrecke, die ich echt? Gemacht habe. Ja, Bruder, weißt du, ohne Risiko keine Rendite. Aber das Geile ist, du kannst Kevin sofort mit auf dem Weg mitnehmen. Hauptsache, ich sehe den Bahnhof. Vor allem, ich sehe den Bahnhof von hier. So weit ist es ja nicht. Guck mal, Micha, wenn du von hier guckst. Ja. Sieht man den Bahnhof EZ. Nö. Wie nö? Ich hab nur so ein paar Chunks eingestellt. Ach so, warum? Ja, weil mein PC nicht so gut ist. Bei dir läuft nicht gut.
Aber weißt du, was bald ist mein PC richtig? Ja, gut. Ich habe gesehen, Twitter, du hast hier neue Teile bestellt. Weißt du, was ich mir bestellt habe? Koks? Bisschen. Okay, nice. Ja, aber weißt du, was ich mir bestellt habe? GTX 1080 Ti? Die 1080 Ti habe ich sowieso schon. Titan? Nee, ich habe mir einen Prozessor bestellt, einen neuen. i7-7780. i9, Digga. Nee. Gönnt er sich i9, Alter. 2040 Euro hat der jetzt gekostet. 2040 Euro. 18 Kerne, 4,4 Gigahertz. Ja! Alter. Nein, könnt ihr mir sagen, wann wieder Tag ist? Alter, das sind mehr als 2 Euro. Ja, das sind mehr als 2 Euro plus über Steuern. Boah, krass. Plus über Steuern sogar. Ja. Du kannst Steuern zahlen, du kannst aber auch über Steuern zahlen. Ah, ja. Geil, Mann. Alter, 2048 Euro. Wer kommt einfach hier in die Aufnahme rein? Rio ist ein Gauner. Kunga nimmt aber auf, weil wir im Livestream-Channel sind. Genau. Das aber eigentlich wissen. Ja, genau, das ist neue Regel. Wusstest du das nicht, Riol? Seit 2019 ist die in Kraft getreten. Ja, ist egal. Ist schlimm. Dafür bist du jetzt unser Sklave. Micha, pass auf. Ich habe auch ein Kunststück für euch vorbereitet. Alter, was ist denn los? Warum bist du so laut? Wer? Wer? Erst mal minus 27. Ich habe nichts an meinen Einstellungen gemacht eigentlich. Ja, ich aber. Riol ist bei mir ganz normal. Die sagen auch zu mir immer, ich wäre übersteuert. Die labern den ganzen Tag nur Müll. Ich? Weißt du, was geil wäre? Ich. Was ist geil? Ich? Wenn du jetzt für uns Sandfarmen gehen würdest. Ja, Mann, das wäre übelst heftig. Gerne. Ja, ich weiß, weil du hast sowieso wieder keine Aufgabe. Natürlich. Bist du heute Nacht um 3 Uhr wieder alleine streamst, weil alle anderen Menschen schlafen und Riol immer noch am Streamen ist, Alter. Du bist so ein richtiger Suchtkopf geworden. Ich find's aber krass, wie viel Zeit er schon in sein Haus gesteckt hat. Man sieht auf jeden Fall den Fortschritt. Ja, Junge, gar nicht. Das ist Minecraft. Halt Schnauze, Alter. Schnauzen. Ich weiß zu 100%, dass du kein Haus besitzt. Obwohl ich noch nicht mal weiß, wo du wohnst. Hey, du warst aber gestern bei mir, Zander. Dann hast du erstmal einen abgekeult, weil mein Shader so geil ist. Ah ja, genau, stimmt. Was hast du für einen Shader? CUDA. Hast du für Shader auch nur Optifine installiert? Ja. Ja, okay, gut. CUDA-Shader, das kannst du über den Link schicken. Oder warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe den drauf. Ich glaube, der ist sogar in der Discord-Gruppe von Warte, ist das der CUDA-Shaders V6 Legacy? Ja, ich glaube schon. Nein, guck nach und sag. Einen Moment, bitte. Mann, warum habe ich denn keine Minecraft-Sounds? Was ist da geschehen? V6480-ZIP heißt es bei mir. Okay, 480-ZIP. Mhm. Bei mir heißt der V6 Legacy Preview. Dann ist ich glaube, das ist der aber. Ja, sicher? Mhm. Ich mach den mal an. Butterweich und so. Ich mach den mal an. Leute, wir können auch am Hauptbahnhof arbeiten, ne? Ja, ich will erstmal Minecraft-Sounds. Oh, Leute, Alter, beruhigt euch. Aber dann habe ich keine 30 FPS. Dann habe ich. Nichts. Ich habe schon zweimal neu gestartet. Dann habe ich aber keine 60 FPS mehr. Ey, ich habe auch nur 40. Warum hast du einen guten PC? Ja, eigentlich schon eine richtige Maschine. Ich habe echt so 2012er Ding. Okay, vielleicht habe ich auch den falschen Shade. Ich mache den auf jeden Fall mal wieder aus. Leute in Kommentare wissen eh Bescheid, was geht. Und ich muss Folge jetzt beenden hier an der Stelle, Leute. Ey, beruhigt euch. Ja, ich nehme echt auf. Wow. Gut, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt auch ein bisschen gekichert, weil Kichern ist wichtig. Vor allem fürs Leben. Deswegen würde ich sagen, haut rein, bis nächstes Mal. Tschüss. Thank you.